Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Pokémon Y Let's Base. Ich bin Ritalin, ihr schaut wieder Games for You. Wir machen hier noch die Frosthöhle fertig. Sobald es denn startet. So, was kann ich denn hier machen jetzt? Du bist weitaus stärker als du aussiehst. Wie viel Energie wohl sonst noch in dir steckt? Gleich der nächste Kampf. Vielleicht hätte ich mich heilen sollen. Team Flair Magnolia. Hundemon. Was auch sonst. Los, Vox. Ach, wir haben eh noch genug HP. Flammenwurf für die ganze Sache richten. Feuerfänger. Okay. Wir können keine Items mehr benutzen. Dann machen wir Psychoschock. Psychoschock hat keine Wirkung. Was soll das denn heißen? Was? Hä? Was ist hier los? Warum ist Fox besiegt worden? Nehmen wir ein Lucario. Mit Mega-Evolution. Steigerungshieb. Zeig sie ihm. Na, der hat auf jeden Fall gesessen. 1800 EP, trotzdem kein Level Up. Aber Hui wird Level 43. Mäh Level 37. Magnolia besiegt. Du bist nicht nur stark, du bist zu stark. Zu stark, um wahr zu sein. So wahr ich hier stehe. Ritalin gewinnt 6720 Poké-Dollar. Huch, ich war noch nie gut im Verlieren. Nicht sie weg, Abmarsch. Lord Air, hast du denn gar keine Angst vor Team Flair? Ich fürchte mich vor denen und kämpfen will ich schon gar nicht gegen diese Schufte. Andererseits hätten wir Rex Blizzard nicht beschützen können, wenn wir nicht gegen sie gekämpft hätten. Ich bin normalerweise eher der zurückhaltende Typ, aber manchmal muss ich mich dazu zwingen, ein bisschen mehr aus mir herauszugehen. Jetzt müsste sich auch das Mammutell wieder beruhigt haben. Ein Glück. Was mit dir, Freakbop, hier? Blizzard, Blizzard? Nanu, Rex Blizzard will dir offenbar etwas geben. Rex Blizzard Need. Ja. Okay, ist ein bisschen unheimlich, aber passt schon. Gucken, gibt's hier nicht auch irgendwie einen Weg raus? Einen vernünftigen Weg raus? Doch, ich kenne einen, der nennt sich Fluchtseil. Na, da war's doch. Wird hier wunderbar geflüchtet. Passt. Man muss nur wissen, wie es geht. Jetzt wieder zurück zum Pokécenter. Und dann auf in die nächste Stadt, würde ich sagen. Pokécenter, ich glaube hier unten irgendwo. Oder auch nicht. Hallo, wo war das Pokécenter? Doch hier unten, oder? Ne, hier war das. Ach, hier ist es doch. So, mal kurz alles aufheilen. Jojo, alles bestens. Jupp. Alle wieder fit, wunderbar. Weiter geht er, der Peter. Nee, hier rum geht's wohl nicht. Wo war das denn? Es muss irgendwo rechts rum sein. Nee, hier bestimmt nicht. Dann müssen wir doch weiter runter. Blödsinnige Inline-Skates. In der Stadt sind die zu nichts Nutze. Aber hier, wupp. Jetzt haben wir das Mammutell ja wieder beruhigt. Jetzt müsste das klappen.
Und drauf da. Wir haben ihn einfach durch den Schnee gewetzt. Wie kann ich denn das kaputt machen? Ach du Scheiße. Mach den kaputt hier. Magieflamme und dann ist ihm schon eingeheilt, sag ich dir. Flammenwurf. Wunderbar, passt. Nur 363 EP. Lucario mit Level 45. Na, wird auch Zeit. Mach's platt, jawohl. Durch. Damit können wir gar nicht durch, ne? Versuchen wir mal abzusteigen. Geht's doch gar nicht weiter. Nur einen blöden Pokéball. Nicht mal was Interessantes. Ab zum Mammutel. Los jetzt, Junge. Schneller, schneller. Oh je, der nächste Kampf. Wieder ein Schneebedeck. Ups, Flammenwurf. Den muss man nur ordentlich einleuchten. Dann sind sie auch rucki zucki kaputt. Alles down. Das ist wieder nur Schwachsinn, deswegen drehen wir uns um. Da will ich nicht hin wegen dem Pokéball, sondern ich will weiterkommen. Auf, du Vieh, schneller. Noch ein Kampf. Ach du Scheiße, der ist ja geil. Botogel. Der ist richtig geil. Da sieht man aber mal. Manche sehen besser aus als andere. Von den Pokémon, da kann man wohl nichts dran ändern. Was ist eigentlich aus Digimon geworden? Weiß das jemand? Kann mir das jemand sagen? Gibt es Digimon noch? War ja früher eigentlich ganz gut dabei, so mit den Spielen. Wenn ich da an Digimon World denke und hast du nicht gesehen. Absteigen. Und ruf hier. Holo-Nachricht erhalten. Serena, hey Rektalin, ich fordere dich zu einem Pokémon-Kampf vor der Arena von Fluxia City heraus. Du bereitest dich also besser schon mal gut vor. Ah ja, okay. Dann ist Fluxia City wohl die nächste, wo wir hinkommen. Also die nächste Stadt. Kabum, kabum. Tatsache, Fluxia City. Hey, du da! Ich habe eine Nachricht von Dexio an dich. Ich soll dir ausrichten, dass es hier in Fluxia City angeblich jemanden gibt, der bestens über die legendären Pokémon Bescheid weiß. Fast hätte ich es vergessen. Hier, die sind für dich. Zier dich nicht, sie einzusetzen. Die Wiederbälle? Okay, wozu sind die da? Wiederbälle erleichtern den Fang von Pokémon, von deren Art du dir bereits ein Exemplar geschnappt hast. Selbst wenn zwei Pokémon derselben Art angehören, so unterscheiden sie sich dennoch in Stärke und Wesen voneinander. Okay.
Oh, wieder mal eine mit einem Kimono. Kurz mal hier voll heilen. Vielen Dank für deine Geduld. Klar, irgendwann komme ich wieder. So, wo ist hier die Arena? Die hier irgendwo? Es konnte wirklich die Arena sein, oder was ist das hier? Irgendein verrückter Stein. Okay. Ist ein Kaffee? Hier ist ja doch die Arena. Rektalin! Lass mich dir zeigen, wie stark ich inzwischen schon geworden bin. Schließlich habe ich im Café in Illumina City groß getönt, dass wir Rivalen sein würden. Den Worten müssen Taten folgen. Na, dann mal los, ne? Kriegst einen auf die Gusch. Junge Dame. Psi-Augon. Los, Fox. Flammenwurf. Mogelhieb, das ist doch schweinereich. Kann ich angreifen, gut. Nochmal jetzt an den Flammenwurf. Ja, hat doch ganz gut was gemacht. Psychokinese, nicht so schön. Aber ging auch nicht so viel Damage dadurch, das ist schon mal gut. Dann haben wir noch eine Nitro-Ladung, falls spätere schneller sein sollten von ihr. Damit unsere Initiative ein bisschen steigt. Sehr gut, down ist down. Fox erhält 1500 EP, okay. Jetzt kommt das nächste, ist ein Quajutsu. Ne, wir kämpfen weiter. Den kennen wir doch. Psycho machen wir hier mal. Keine Wirkung. Oh, oh, oh. Sehr effektiv. Flammenwurf. Nicht wirklich was. Ja, die hat Fox einfach mal umgehauen. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Dann Lucario. Schön mit Mega-Entwicklung. Und dem guten alten Steigerungshieb in die Gusch. Das wird schon schief gehen. Wasserschuriken. Na gut, das hat nicht viel gebracht. Und dadurch, dass er mehrfach schießen darf, ist doch ganz schön gemein. Dreimal getroffen. Dafür ist er jetzt down. Je länger der Kampf mit Lucario geht, desto stärker wird er, ja. Im Grunde genommen, wenn man den Steigerungssieb benutzt. 2300 EP bekommen. Und Flamara, nee, wir kämpfen hier weiter. Okay. Nicht ganz down bekommen. Flammensturm, uiuiui. Ach nee, leck mich doch. Was geht hier ab? Warum ist sie so stark auf einmal? Es ist Zeit für Turtok. Wieso kann ich keine Mega... Kann ich nur eine Mega-Entwicklung pro Kampf machen? Down ist down, down ist gut. Turtok kriegt einen Level-Up sogar, wird noch Level 48 hier in dem Kampf. Also wenn der Kampf jetzt schon so schwer ist, könnte es durchaus auch in der Arena schwieriger werden. Mona Goras hat Level 44 erreicht. Ein Absol, weiterkämpfen. Oh Mann, Mann, Mann. Nee, ich kann tatsächlich keine mehr benutzen. Machen wir Nassschweif mal. Keine Mega-Entwicklung. Dicker Gegner, dicker Schaden hat er bekommen, meine ich. Aquaknarre hinterher. So, Absol ist auch besiegt worden. Wunderbär.
Gleich nochmal 1500 EP. Mehr wird Level 38. Und wir haben sie besiegt. Jawohl. Nicht traurig sein. Ich will mehr über dich wissen. Warum du so stark bist zum Beispiel. Rektalin gewinnt 4600 Poké-Dollar. Wenn wir am Ende hier vom Spiel angekommen sind, ist sie wahrscheinlich pleite und wir reich. Meine Pokémon sind zwar deutlich stärker geworden, aber du bist mir mit deinem Team immer einen Schritt voraus. Aber egal, ich werde jetzt erstmal dein Pokémon-Team für dich wieder aufpäppeln. Oh, die ist aber nett. Dein Pokémon-Team und du habt das Zeug, die Arena-Leiterin zu schlagen. Los, Augen zu und durch. Das machen wir auch, aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.